Hallo Steinefans, hallo Lego Minifigurensammler und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir müssen über Lego Video reden. Schon wieder! Ja, ich weiß, so langsam wird's albern, aber irgendwie finde ich es auch lustig, in jedem Video zu sagen, yo, das ist jetzt aber wirklich das Letzte. Und dann kommt doch nochmal eins. Aber Spaß beiseite, es war ja gar nicht so abwegig, dass kein neues Video kommt. Schon allein, weil das Video-Theme offiziell gecancelt wurde und es ja somit zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Sets geben wird. Ja, grundlos völlig überteuerte Stages, also diese Bühnensets, an ja Betrug und Wegelagerei grenzende Beatboxen, ja 20 Euro für eine Minifigur und ja eine schlampig konstruierte, funktionsunfähige App, die die Kinder weg vom analogen Spiel und ja hin zum Smartphone führen sollte, haben sonderbarerweise keinen Anklang in der globalen Lego-Community gefunden. Ja, bei Lego selbst kann man die Sets noch zum Originalpreis kaufen, also zum Beispiel mal locker 100 Euro für die große Boombox, als ob gar nichts wäre, aber ich glaube, zumindest in puncto Langlebigkeit ist inzwischen selbst bei Lego angekommen, dass diese Stage-Sets in den meisten Läden eher so als Türstopper oder ja, Briefbeschwerer genutzt wurden. Sie wurden ja auch teilweise als Dreingabe ja verschenkt, ne? Kaufe für 25 Euro Lego und erhalte das geschenkt sozusagen, hier Beatboxen noch und nöcher. Dadurch habe auch unter anderem ich jetzt inzwischen alle Beatboxen, weil ich mir die coolen Star Wars Sets geholt habe, zum Beispiel den Mandalorian Starfighter, ne? Oder das Bad Batch Shuttle, die kosten ja alle mal ein bisschen mehr, daher bekommt man das für sein Geld. Und nur 20 Euro Beatbox als Dreingabe geschenkt, habe ich mal mitgenommen. Ja, oder in manchen Läden hat man ja auch gesehen, 60 bis 80 Euro reduziert im Preis. Da wurden die Sets dann noch rausgekloppt, damit man ja diese Staubfänger halt einfach aus dem Laden hatte. Und ich glaube, das ist dann irgendwann auch bei Lego mal angekommen. Ja, aber jetzt genug der schlauen Worte. Ihr seid ja nicht hier, um meine Meinung zu hören, sondern um die neuen Video-Bandmates kennenzulernen. Und die schauen wir uns jetzt auch mal im Detail an. Wir fangen an mit dem ersten. Und das ist der Alien Dancer oder die Alien Tänzerin, denn ich würde jetzt mal behaupten, es ist ein weibliches Alien. Wir hatten in der ersten Video-Bandmate-Serie das männliche Pendant in Orange. Hier haben wir es in einem schönen Blau, diese Hair-Head-Combo. Weiterhin cool, die ist so gummiert. Die Leuchtstäbe, die sie in der Hand hat, das sind so eine Laserschwertklingen, also ganz normal. Weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich die Farbe ist, die auch in den grünen Lichtschwertern verwendet wird, könnte aber sein, finde ich cool. In der Mitte sehen wir das exklusive Beatbit. Drei Stück kommen ja immer mit. Inzwischen habe ich fast alle doppelt und dreifach, aber hier in der Mitte immer das exklusive Teil. Schöner blauer Print, das muss man ja auch sagen, Figurendesign super, super gut. Da wackelt nichts, da verschmiert nichts, die Prints echt klasse. Alien Tänzerin, nicht unbedingt mein Favorit, aber schöne, hübsche Figur. Weiter geht's mit dem Disco-Girl, ja, Disco und Cowgirl, Disco-Girl mit rosanen Rollschuhen. Davon gibt es dann auch nochmal einen dazu. Auch hier lustiges Beatbit mit dem hübschen Kaktus. Ganz interessant, die weiße Gitarre. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video zum Turnier der Elemente. Da gab es diesen einen Typen, der hatte diese weiße Gitarre. Und zu dem Zeitpunkt gab es diese weiße Gitarre nur in zwei Sets, dem Turnier der Elemente von Ninjago und dem Steamboat Willie, was ja super, super teuer war. Und jetzt inzwischen, ja, gibt es sie allein bei den Bandmates noch zweimal. Also, wer gehofft hat, sich mit diesem Teil eine stabile Altersvorsorge anzuschaffen, ja, gelitten. Das Cowgirl finde ich cool. Den Disc-Cowboy fand ich ja auch schon schön. An sich ein ganz normales Lego-Figürchen könnte man so jetzt auch in der Stadt stellen. Fällt natürlich ein bisschen auf, aber vielleicht in der Disco oder so ist in Ordnung. Auch kein riesiger Favorit. Was ich toll finde, ist diese Hair-Head-Combo. Ich dachte erst, dass das Ding exklusiv für diese Figur hergestellt wurde, aber ich glaube, das ist aus den Lego Toy Story Sets von, ich glaube, sie hieß Jessie, ne? Jessie, die Freundin von Woody, also das Cowgirl aus den Toy Story Sets, die hatte, glaube ich, auch so einen Hut, aber ich glaube, rote Haare. Farbkombi ist hier exklusiv, aber der Mold ist, glaube ich, einfach nochmal neu aufgefrischt worden. Finde ich aber trotzdem cool, habe ich so anderweitig auch noch nie gesehen. Hübsche Figur. Nummer 3 ist, ja, jetzt geht's los. DJ Raspberry,
von Raspberry, also Himbeere, glaube ich. Und ja, es ist ein Bärchen, ein Gummibärchen, um genau zu sein, deshalb Raspberry. Es gibt auch das Blueberry aus dem entsprechenden Bühnenset. Kann ich euch mal kurz hier einblenden. Besonders interessant sind hier die Trans Pink Beine. Und bei dem Blueberry, da sind die Beine Trans Blue. Hallo, Lego, macht Geister, Star Wars, nutzt doch die Chance, die Fans möchten das. Ja, DJ Raspberry kommt mit dem inzwischen bekannten Mold des Bärenkopfes. Ist ein hübscher Print auf dem Torso mit so einer Zuckerstange in dem Pullover. Ist eigentlich einfach niedlich. Hat hier hinten auch nochmal ein paar Bären drauf auf der Disco-Platte. Es ist halt ein DJ-Bärchen, ein DJ-Gummibärchen. Ja, völlig übertrieben, völlig abgefahren, aber irgendwie finde ich es niedlich. Was wir vom nächsten nicht sagen können. Ich habe versucht, bei vielen von den Figuren auch rauszufinden, zu welchem Set die gehören oder zu welcher Beatbox oder zu welcher anderen Figur. Beim nächsten habe ich es nicht rausgefunden. Das ist der Dragon Guitarist, auch hier die zweite weiße Gitarre, kennen wir inzwischen, ist nichts super Besonderes. Sieht ein bisschen aus, als hätte das Viech einen Schlafanzug an, finde ich. Ja, okay. Das exklusive Beatbit-Teil finde ich hier irgendwie unpassend, sieht aus wie so eine Elfenprinzessin. Ich weiß jetzt auch wirklich nicht, zu wem dieser Drache passen soll. In der roten Variante gab es ihn ja als Heavy-Metal-Drachen in einer Beatbox, hier dann eine, ja, samtig entspannt babyblauer Drache. Natürlich cooles Headmold, coole Flüge, alles wunderbar, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist halt ein zahmer Drache. Weiß ich nicht, zu wem der passt. Keine Ahnung. Cool, aber auch jetzt keiner meiner Favoriten. Aber wie gesagt, trotzdem cool, sonst hätte ich sie mir nicht geholt. Weiter geht's mit der Karaoke Mermaid. Hier haben wir auch nochmal ein Mikrofon, was dazu kommt. Das Radio kennt man in dieser Farbe inzwischen auch schon aus der ersten Bandmate-Serie. Ist jetzt nichts mehr so Besonderes. Muss man auch sagen, viele Sachen hier kommen doppelt vor. Ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass sich hier nicht mehr ganz so viel Mühe bei den Zusätzen gegeben wurde. Die Figuren selber finde ich aber weiterhin abgefahren. Den Mermaid-Fischschwanz, den gab es schon auch bei der Meerjungfrau von den Zuckersets. Das ist die hatte dann so eine Waffel quasi, so wie so eine Eis-Meerjungfrau. Die hatte so eine Waffelmuster auf dem Meerjungfrauenschwanz. Und ansonsten printtechnisch richtig, richtig schön. So ein bisschen orientalisch angehaucht mit den Kois. Dann auf der Rückseite auch nochmal zwei Kois, die so ein bisschen das Yin und Yang auch ja, anzeigen. Ein bisschen. Die Frisur ist von Misako aus Ninjago, hier in einem tollen, einer tollen Farbalternative mit diesen, ja, Stäben oben drin. Farbe kann ich jetzt nicht so richtig erkennen, ist irgendwie so ein, ja, lila, irgendwie so ein bisschen gefühlt. Oder Magenta, ich weiß es gar nicht. Türkise Haare und diese Strähnen hier vorne, die sind natürlich super. Dann geht's weiter mit dem DJ Captain. Passt natürlich zum Punk Pirate Chip oder dem Punk Pirate, der Punk Pirate Beatbox. Ja, warum die Piraten immer einen Haken haben müssen, weiß ich nicht. Hier hätte ich mir eigentlich einen schöneren Print gewünscht. Diese, ja, Disc, diese Vinyl-Schallplatte, die gab es auch schon woanders. Aber ansonsten, toller, toller Print. Passt so aufs Punk Pirate Chip, kann da am DJ-Pult stehen und mit Musik machen. Toller Rückenprint. Achtung, alle Videofiguren haben keine Wendegesichter, brauchen sie aber auch gar nicht. Und ja, der Print, der kann sich sehen lassen. Wenn man jetzt hier den Haken durch eine Hand austauscht, könnte man daraus auch mit einem vielleicht vernünftigen Kopf eine, ja, eine Punkerin in der normalen Stadt machen. Hier haben wir die schon bekannte Hair-Head-Kombo aus dem Pirates of Barracuda Bay. Da war es ein brauner Dreispitz mit, ich glaube, blonden Haaren. Hier also eine Farbvarianz. Richtig, richtig schöne Figur, meiner Meinung nach. Hat auch ein passendes Beatbit, das in exklusiv ist für sie. Mit dem Anker passt. Alles wunderbar. Tolle Figur. Meine Favoritin ist es nicht, aber eine der Favoriten. Weiter geht es mit
dem Puppy Singer, also dem Welpensänger, würde jetzt von meinem ersten Gefühl her zu den K-Pop, zum K-Pop Stage-Set passen, wo dann dieser Hase dabei ist und noch so ein Einhorn und so weiter. Da passt es von der Farbgebung her gut rein. Ja, hat ein Mikrofon in der Hand, da war auch nochmal ein extra Mikrofon dabei. Schauen wir uns mal den Print an. Vielleicht mal den Beatbit hier in der Mitte. Der ist, ja, wirklich unspektakulär. Da ist dieser hier deutlich besser, genau wie der. Aber dieser ist exklusiv. Hat ansonsten schönen Print. Ja, kann man wirklich nicht sagen. Die Prints sind echt klasse. Diese schwarze, glitzernde Disco-Jacke mit den Streifen hat echt was. Der Headmold ist inzwischen nichts Besonderes mehr. Den gab es beim Cheetah, also dem Geparden und dem roten Panda, dem Red Panda aus der ersten Bandmate-Serie. Hier also eine Farbvarianz, weiße Haare und ja, türkises Fell mit den Sternchen, dem Sternchendruck und der rausgestreckten Zunge. Ja, ist dann doch irgendwie ein Welpe. Kann man schon erkennen. Sieht echt niedlich aus. Ist eine tolle Figur. Gefällt mir gut. Nummer 8 ist der DJ Beatbox. Ja, hier haben sie sich beim Namen richtig ins Zeug gelegt. Aber immerhin, diese weiße Schallplatte ist dann doch nochmal etwas, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Der DJ Beatbox passt natürlich zu dem Robo Hip-Hop Car und der Beatbox mit dem, ja, Hip-Hop-Roboter, der diese Arme an den Seiten hatte. Goldener Print, ja, Gold war ja so die vorherrschende Farbe bei dem Hip-Hop-Robo-Car. Print, alles wunderbar. Hier diese, das möchte ich mal im Detail nochmal zeigen, der Rückenprint. Allein dieser Detailgrad mit den Zeichen, die da so ganz, ganz leicht zu sehen sind, dann die Verkabelung hinten, das ist ein Detailgrad, die Hälfte davon in ein normales Lego-Set und alle wären glücklich, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen, das ist wirklich eine Beatbox. Also der hat eine Lego-Beatbox auf dem Kopf. Wer sich die Sets angeguckt hat, die sehen genauso aus. So ein Kasten, da drin ist ein Figürchen und dann haben die an den Seiten diese konstruierten Henkel. Und das ist ja mal wirklich abgefahren. Also, sorry, wer da was anderes behauptet, lügt meiner Meinung nach. Das ist exklusiv. Das brauchst du in keinem anderen Set. Das kannst du auch nicht in die Hand nehmen. Das ist wirklich, das ist vollkommen nutzlos als Teil. Warum braucht man es? Naja, damit das Ding hier diesen Kopf hat. Ich weiß nicht, wo man sonst dieses Ding noch als Farbvarianz oder so reinbringen könnte. Das ist nur hierfür und das finde ich echt klasse. Also muss man mal so sagen, der gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt nicht, weil es ein Hip-Hop-Ding ist, ist nicht so meine Musik, aber die Figur wunderbar. Bevor wir zu, ich glaube, den, ja, drei Favoriten kommen, wir überspringen mal die 9 und kommen erstmal zur 10. Das ist der Carnival Dancer. Ja, ein männlicher Tänzer, hat auch nochmal ein Mikrofon dabei. Exklusives Beatbit ist ja hier so ein bisschen tropisch, Carnival-mäßig angehaucht mit diesem Flamingo. Sieht richtig lustig aus, der Flamingo da mit seinem Hütchen. Wahrscheinlich habt ihr das schon erkannt. Dieses, der Kopfschmuck ist eine Farbvarianz aus der aktuellen, oder nicht ganz aktuellen Lego Minifiguren-Serie, aber der aktuellsten von Lego selbst. Danach kamen ja Looney Tunes und Marvel. Und diese Tänzerin aus der letzten Serie, ich glaube Serie 21, die hatte davon auch eine Variante auf mit türkisen Federn und einem lilanen Kopfschmuck, also lilanen Kopfteil, glaube ich. Der passt gut zu dem Lama von der Farbgebung her, ist aber hier halt ein Tänzer. Man sieht ja schon hier, also wirklich Karneval, offene Weste, definiertes Sixpack, hier die breiten Schultern, die nochmal durch diese Rüstung verbreitert werden. Also der ist in Rio de Janeiro, ist er am Tanzen in den Straßen. Das ist hier, der ist der Crack auf jeder Party. Da freuen sich die Lego-Damen oder vielleicht auch Lego-Herren, jeder wie er möchte. Wenn der vorbeitanzt, der ist wirklich klasse. Die Figur ist einfach Party, kann man nicht anders sagen. So, kommen wir zu den letzten dreien. Absteigende Reihenfolge. Wir gehen wieder nicht zur 9, sondern erstmal zur 11. Das ist der Vampire Bassist, die Vampir-Bassistin. Die ist schon eine Ansage.
Das muss man einfach sagen. Das ist eine Ansage. Diese Axt-Gitarre oder dieser Axt-Bass, den gab es als erstes in der Boombox. Da gab es ja dann den Vampire Guitarist. Also es ist sowohl Gitarre als auch Bass, je nachdem, was man halt gerade möchte. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hier im Video... Doch, das kann man sehen, ne? Also, Dark Bluish Gray mit matt silbernem... Oder nee, mit silbernem, metallic-silbernem Aufdruck, dass das hier im Licht so metallisch reflektiert und die Flügel drauf. Also für eine Kiss-Variation oder für, ja, Minifiguren, die die Band Kiss darstellen sollen, da bräuchte man so ein Ding. Also das ist echt klasse. Natürlich von der Form her exklusiv in der Boombox und hier bei der Vampir-Bassistin. Die Haare sind nicht exklusiv vom Teil her. Das hatte auch die Meerjungfrau, die hier diese diesen Waffelfischschwanz hatte. Aber die Farbkombi, die ist ja mal abgefahren. Schwarz mit Rot hier vorne. Klar, Schwarz-Rot sowieso beste Farbkombination, die es gibt, meiner Meinung nach. Und hier dann, also, das ist wirklich, die ist cool. Diese Frise zusammen mit der weißen Haut, also hier dieses bleiche Vampirgesicht, das ist echt eine coole Figur. Hat dann hier noch so eine Rüstung. Optimaler Print. Also, das muss auch nicht auf einer Bühne stehen, kann man in jedem Fantasy Monster Hunter, Monster Fighters, Lego Theme irgendwie unterbringen. Die ist klasse hier mit Ketten, so einem Korsett in Lila. Das ist echt cool. Nietengürtel um, dann hier so ein leicht angezeigter Kragen in Fledermausoptik, roter Rubin da in der Mitte. Die ist wirklich, das ist eine Ansage. Hier noch eine Tätowierung und ein Spike-Armband auf dem Arm. Hier nur das Spike-Armband, aber da ist ja die Rüstung auch drüber. Das ist eine Ansage, diese Figur, meiner Meinung nach. Die ist richtig cool, aber meiner Meinung nach geht es noch besser. Und zwar mit der Nummer 9. Völlig unscheinbar. Ich habe keine Ahnung, in welches Set das passen soll. Es ist nicht unbedingt... Ja, es könnte Wackelpudding sein. Aber es ist der Slime Singer. Wir sagen mal, es ist Wackelpudding. Dann gehört er zusammen mit dem Raspberry in die, Torten-Stage. Radio in Grau, okay. Guckt euch doch mal bitte diesen Figur-Headmold an. Also diesen Hut. Es ist kein Headmold. Darunter ist ein ganz normaler Lime Green Minifigurenkopf. Das Ding ist doch mal der Hammer. Das ist Trans Green, wie so ein Licht, wie die Lichtschwertfarbe, die Lichtschwertklinge von dem Alien. Bedruckt mit einer Sonnenbrille, so einem zahnlückigen, dümmlichen Grinsen. Durchsichtig, also Trans Green Bein. Das Ding ist optimal. In Medium Dark Flash oder so, könnte es auch ein guter Minifiguren-Build für Clayface aus Batman sein. Na, mal gucken, vielleicht kommt das ja. Also der ist so unscheinbar, wie er ist, aber ich finde, er macht alles richtig. Die Figur ist nicht, die braucht nicht irgendwie hier so Detail und drauf und bla 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 und Badass. Nein, das ist einfach ein Klumpen. Das ist einfach ein Klumpen Wackelpudding, der dümmlich grinst und damit kommt er bei mir genau an. Das ist eine meiner Highlights-Figuren. Hätte ich nicht gedacht, aber so direkt vor allem, das ist, ja, für mich als Sammler, ja, gehört die einfach mit dazu. Die finde ich echt richtig, richtig klasse. Ich habe auch keine Ahnung, ob es diesen Headmold schon mal irgendwo gab. Habe ich so noch nie gesehen. Abgefahren. Das ist die Videofiguren als, ja, Schaubild sozusagen, ne? Das ist so, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Genug geschwärmt. Und nicht zu vergessen, die letzte, Nummer 12, der Zombie Dancer. Könnte zusammen mit dem Vampir-Mädel und dem Vampir-Gitarristen, auf welches Stage? Weiß ich jetzt gar nicht. Es gab keine richtige Gruft-Stage. Vielleicht kommt ja doch nochmal was. Würde ich tatsächlich gut finden. Muss keine große sein, aber so eine kleine Vampir-Gruft oder irgendwie was Mystisches, da würde ich, glaube ich, nochmal Geld für hinlegen. Die Frise ist die normale Boromir-Frise oder Snape-Frise in Schwarz. Also Snape in Schwarz, Boromir hat ja eigentlich eine andere Frise. Der Kopf ist cool. Ich weiß nicht, ob es ein Verband sein soll oder ein Stirnband, aber der Headmold ist halt auch, also der Faceprint ist klasse. Die roten Kopfhörer gibt es noch ein zweites Mal. Schön für normale Figuren in der Stadt. Der
Beat-Bit-Print mit dem Zombie-Arm, der aus der Erde kommt, mit dem Mikrofon, ist Weltklasse, meiner Meinung nach. Nichts super Spektakuläres, aber allein die Idee dahinter finde ich super. Print, ja, auch im Tod macht er noch Liegestütz. Ja, also wenn ich im Zombie-Modus noch so eine Apps hätte, ja, dann würde hier einige besser laufen, glaube ich. Rückseite, auch echt klasse. Erinnert mich vom Print her ein bisschen an, na, haben wir jetzt die Farbe. Da gibt es auch eine Lego-Minifigur, die hat auf der Rückseite so, die hat vorne eine Gitarre und auf der Rückseite so Tourdaten von einer Band. Erinnert mich ein bisschen daran, könnte ja eine abgerissene Version davon sein. Hat hier ein Radio hinten noch drin stecken und ja, das sollte so sein. Hier der Print Stahlkappenschuhe auf dem rechten Fuß, von euch aus links. Und auf der anderen Seite ist einfach mal der Schuh vorne offen. Da guckt der grüne Fuß raus. Wie abgefahren ist das denn? Und, das darf man auch nicht sagen, oder das darf man nicht unerwähnt lassen, die Farbe passt. Das ist auf schwarz gedruckt, liebe Leute. Das kann Lego normalerweise nicht so gut. Hier passt es. Und zwar komplett, meiner Meinung nach. Ja? Also, keine faulen Ausreden mehr, liebes Lego-Team. Die Hälfte von dieser Qualität in normale Sets und wir wären alle glücklich. Und bevor wir zum Ende kommen, noch das Ding hier. Für die Jüngeren von euch, das ist eine Kassette. Da musste man, oder damit hat man früher Musik gehört. Leider nur einmal drin. Dieses Teil ist super toll. Genau wie die Videokassette, einmal zweier Teil aus der Sesamstraße. Das Ding ist echt gut. Kleine Preisfrage, wer mir schreibt, in die Kommentare schreiben kann, was Kassetten mit Bleistiften gemeinsam hatten oder wozu man Bleistifte und Kassetten gemeinsam nutzen konnte. Ja, der kriegt ein Fleißbienchen. Und ja, die Figur auch nochmal richtig, richtig cool. Na dann, das war's von meiner Seite aus erstmal. Ich kann zwar nicht Gitarre spielen, hab mir aber hier so eine weiße Gitarre mal stibitzt. Die werde ich noch schnell versuchen auf Bricklink für viel Geld zu verhökern, bevor ja, die Preisspanne für dieses Item komplett sinkt. Kleiner Funfact, bisher, ich habe gerade nochmal geschaut, keine dieser Lego-Video-Figuren ist auf Bricklink zu haben. Also bisher scheint es sie wirklich noch nicht so oft zu geben. Oder es herrscht keine Nachfrage. Kann ja auch sein, dass ich der Einzige bin, der diese Meinung hat und alle anderen sagen, ja, pf, also den Schmutz brauche ich nicht. Ich persönlich finde die Figuren aber echt klasse und muss sagen, für einen Sammler und für einen, ja, jemanden, der ein bisschen was, ein Rad ab hat sozusagen, also für jemanden wie mich, sind die Dinger schon echt cool. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt bis dahin alle gesund und ich würde mal sagen, schaut wieder mal öfter in eure Steinekiste, denn da gibt es immer in unregelmäßigen Abständen richtig coole, abgefahrene Minifiguren zu bestaunen. Das war's von meiner Seite aus. Ciao, ciao!